Moinsens und willkommen zurück bei Battle Chasers Night War für die Switch. Wir befinden uns jetzt hier gerade noch im Dorf und haben als letztes Jahr mal einen Gegner erledigt, um bei der Jagd da mitzumachen. Jetzt widmen wir uns wieder der Hauptquest. Allerdings habe ich noch ein paar Sachen bei dem örtlichen Heini hier gekauft. Und ich wollte mal reingehen, gucken, was es denn so gibt. Kisten gekauft. Und jetzt alle mal eine geheime Kiste aus. Könnte was Episches drin sein, kann aber auch nur Schrott sein. Okay. Hier ist auch nochmal auf. Auf. Da sind ein paar Teile bei, die man vielleicht braucht. Wir müssen auf die Ausrüstung gehen. Okay. Dann haben wir einen dunklen Ring. Der würde auf jeden Fall hier ein bisschen Sinn machen. Aber wir warten noch auf noch andere Sachen. Geht runter, aber ein Bonusschaden reichen jetzt. Wir bei der roten Monika machen können. Das ist ja neues Aussehen, sieht ein bisschen abgefahren aus, finde ich. Aber egal. Ausrüstung. Ich habe keine Waffe bei ihr. Da haben wir den. Das ist schlecht. Aber dann mal gucken. Scheiße, die haben wir in diesem einen Dungeon gelassen und die Kiste gar nicht gefunden, fällt mir gerade ein. Das ist natürlich ärgerlich. Fällt mir gerade mal ein. Die müssen wir holen oder müssen wir eine neue Waffe kaufen? Bonusschaden, Ausdauer, kritisch runter. Okay. Hm. Ja, Bonusschaden, Ausdauer. Eine höher, wie sie abfangen. Steigert den Eilewert um 61, der andere steigt um 12. Wir sehen das erstmal noch zu behalten. So. Jetzt schauen wir mal, bei ihr eigentlich. Ja. Ja, das ist nicht schlecht. Wir müssen auf jeden Fall eine Waffe für sie haben. Die müssen wir jetzt irgendwo kaufen. Es gibt Arbeit. Kannst du das? Wie? Kaufen kann. Wir brauchen erstmal eine Waffe, die nehmen wir erstmal mit. Highlight schlecht. Wenn etwas. Wie? Habt Acht! So. Eine Waffe. Eine Wunderwaffe. Also gibt die. So, die Vorteile. Wir haben noch richtig viele Punkte übrig. Die sollten wir ja mal verteilen.
Getötet. Wenn der Tötung als Feind ist für 100%. Einige waren noch ein von uns. Weltkritschans, linke Tötung. Gleichendes Gift. Nach einer Tötung werden andere lebende Feinde vergiftet, wodurch ihnen 3 Wunden steigert. Weltkritschan noch 2. Mit Treffer vergiss er weiter, wodurch diese in den Kampf verstohlen. Finde ich ganz gut. Dann auch mit E. Talente. Fähigkeiten. Wie mehr ist noch? So, wir sind lange nicht mehr drin gewesen, müssen wir hier ein bisschen was erhöhen mal. Ah, das Lauffeuer. Ja. Jetzt Faust 2. Zack. Sehr gut. Kann ich so viel machen? Weggehen? Ja, dann hier rein. Perfekt. Ab. Sieht doch ganz gut aus. So. 7 Minuten rumgeplänkelt. Jetzt werden wir uns mal wieder unser Quest widmen. Achso, können wir uns auch hinbiegen. Müssen wir jetzt da hinlaufen. So, wo wollen wir hin? So, die Moore. Da müssen wir rein. Erstmal, wenn wir die hier mal kurz machen. Wird ja auch möglich sein. Ein bisschen Leben einhauchen. Zack! Overkill! Sehr gut. Sieg. So. Der Dungeon ist ein bisschen härter, glaube ich. War gar nicht mal. Also wenn wir beim letzten Mal sagen, wir versiegt, aber da ist auch die Waffe von ihr noch drin. Weiß nicht, ob wir die nochmal. Müssen wir theoretisch auch wieder rausholen können. Also probieren wir es. Ich glaube, es wird alles gut gehen. Wünscht uns Erfolg, Leute, wünscht uns Erfolg. Ja. Wie hast du das schon? Kannst du etwas zu essen kaufen? Essen kann außerhalb. Ein guter Tipp. Nächsten Tipp. Erzählt euch diese Stimmungsbilder zwischendurch echt schön, finde ich. Die haben so einen besonderen Touch. Der Stand des Zeigens bleibt. Dass man eine Situation auch braucht. Eine Übernachtung aus Hals war die Gruppe wahrscheinlich lässt. Wieder ein ja, auch schon. Wie der Blutmond bei Zelda. Was denn? Allerdings ist er auch gut der Blutmond, weil sonst würde man ja andauernd haben. Los geht's.
heilen brauchen wir jetzt gerade. Erstmal so. So. Mann, Mann, Mann. Wir sind ein bisschen weiter gekommen, wir können mal gucken, wo wir hin können. Also, egal wo wir hingehen, fällt mir gerade auf. Dann sind wir da oben hingekommen. Aber eventuell sollten wir hier mal nach rechts gehen. Bleiben wir kurz hier und gehen mal nach rechts. Denn ich möchte ja auch die Waffe von Monika wiederbekommen, die wir hier in so einem komischen Zauberwürfel gewummelt haben. Ich glaube, ich habe hier erstmal diese billige Waffe gekauft. Hier kommen wir nicht rein. Gucken, wo der Weg ist, der da hingeführt. Musik, ne? Da ist etwas Unheilvolles, mega Unheilvolles passiert. Nee, nicht. Nee, hier durch. Geschriebener Eintrag im Kriegsbuch von Captain Dalleborn. Es ist der Vorabend der Schlacht. Gerüchte verbreiten sich im Lager. General Bargos, der den Ausbruch persönlich anführen. Unsere Speer ehren sich verselten. Wenig ist über den Mann bekannt, abgesehen von der Rücksichtslosigkeit, seiner Taktik und seines Gebarens. Bewiesene unzähligen Siegen gegen unsere besten militärischen Köpfe. Unabhängig davon werde ich dafür sorgen, dass meine Männer und ich vorbereitet sind, dass der General gegen uns einzusetzen. Captain Dalleborn, ein Kickstarter Lore Master. Hier, hier tut vielleicht was weh, wenn wir dagegen laufen. Ah! Ich wollte nicht heilen. Ich wollte hauen, nicht heilen. Na gut. Okay. Mit Fledermaus wird das nicht so viel Schaden anrichten können. Oder vielleicht doch. Gut. Haben wir Lauffeuer? Gut, dass sie die Tarnung hat am Anfang. Der ist natürlich gleich ein bisschen. Fehlt, du Spast. Brenne, Salem, brenne. Ich habe nicht weniger erwartet, als wir siegen. Naja. Schon. Man braucht schon ein bisschen mehr, hier die Leute zu besiegen. Es ist ein paar ganz gute Sachen erwischt hier, aber. Wir haben eine Schatzkarte des verschollenen Krämers. Die Karte lässt vermuten, dass ein Krämer, der zum Mohren gesehen wurde, etwas Wertvolles bei sich gehabt haben könnte. Er ritt auf dem Weg mit einem See rechts und links von. Okay, da gucken wir mal nach, ob wir das finden nachher. Hier. Achso, ich dachte. Der sitzt da morgen. Ich weiß nicht, auch nochmal. Okay. Ich will mal sehen, wie viel Schaden er macht. Deswegen bringe ich ihn jetzt nicht gleich um. Weil ich das für spätere Kämpfe ganz wichtig finde, wenn ich sehen kann, wie
Schaden der kleine Mann kann. Einfach leichter Angriffe, um zu sehen, was er so. Ah, okay. Ja, geht's auch. Das bereitet mir keine Freude. Ja, auch nicht. Haben wir unsere Waffe wiederbekommen? Wichtig. Ein Sorgfältig geschriebener Eintrag im Kriegstagebuch. Ich bin seit vielen Wochen hier in Zwingburg gefangen. Von meiner Männer getrennt hat man mir ein angemessenes Quartier zugestellt, wie es einem Kommandierenoffizier meines Rangs zusteht. Dadurch bin ich auch Bargos persönlichem Quartier sehr nah. Hin und wieder besucht mich Bargos persönlich. Trotz der feuchten Schwüle in den Mohren trägt er beständig seine Kutte mit weiter Kapuze. Alles verbirgt sich auf seine Augen, welche in seinem unmenschlichen Rot leuchten. Jedes Mal spricht er von Macht, Loyalität, Geräum und Sterblichkeit. Überzeugend. Ist es ein Versuch, mich für seine Sache zu gewinnen? Wahrscheinlich. Mal hier eins. Na. Ein sorgfältig geschriebener Eintrag. Nie habe ich in so unnatürliche Wildheit bei einer militärischen Streitmacht erlebt. General Bargos hat seine Männer in der Tat angeführt. Jeden unserer Rückzugsversuche vereitelt und gefangen genommen, was von meinen Männern noch übrig war. Bei jedem Hieb seines gewaltigen brennenden Breitschwerts leuchtete Feuer in seinen Augen. Ich schwöre, dass ihm Gemenge Dämonen an seiner Seite sah. Wir werden nicht als Kriegsgefangene zu den Feinden niedergebracht, sondern tiefer in das felsige Land, wo Bargos feste Zwingburg über den Mooren aufragt. Mir wurde gestattet, mein Tagebuch zu behalten. So ungewöhnlich das auch ist. Ich habe das Gefühl, Bargos will, dass ich eine Schilderung dieser Ereignisse überliefere. Sein. Mal jenseits von. Denn jenseits von Auridis. Links? Erstmal? Nein! Oh! So ein Depp hat mir das Heilen an. Ich wollte eigentlich nur. Naja. Ich wollte angreifen und nicht heilen. So. Weißt du, wie stark der ist? Testen wir auch mal. So stark scheint er nicht zu sein. Bluten beim Roboter ist auch cool eigentlich. So, zeig, was du drauf hast. Guck mal, ist ein. Ja. Ich bin nicht viel nützlich, wenn ich gleich kill. Sehr gut. Typisch, immer fallen sie auseinander. So, die rote Zora braucht nicht mehr viel. Ja, rote Zora, die rote Monika. Und dann haben wir sie auch wieder. Getroffen haben? Da leider nur ein. Oh, da ist auch weg. Weg. Macht aber nichts. So. Ich habe. Kann ich nur auf den nutzen, das ist nicht schlecht. Oh, guck mal. So dumm, dass ich ihn jetzt entdeckt habe, aber. Da. Oh, bin ich gespannt. Oh ja, das ist 300. Hat sich so viele Angriffe. Oh, von ich auch nicht so viele Angriffe abkönnen. Aber. Der Kampf.
ein bisschen mehr mit dem zusätzlichen Mana arbeiten. Das heißt, man arbeitet sich ein bisschen hoch und dann halten wir das ran. Beim nächsten Mal. Okay, hier schon. Mit. Ein bisschen rumlaufen, denn. Fahren ausrichten. Oh, die Leute. Mit uns. Oh. Perfekt. Waffe. Ah, jetzt können wir besser kämpfen. Dann haben wir unsere Waffe gleich wieder. Kritischer Schaden. So, jetzt kriegen wir ihre Waffe wieder. Das ist schon mal ganz gut. Müsste ja auch verbessert worden sein. Bin mal gespannt, wie weit die verbessert wurde. Okay, hat die das schon nicht rausgenommen? Okay, so. Naja, ist auch eine ganz alte Waffe. Ne? Bringt mir jetzt nicht so viel, wenn ich die anlege. Denn die andere Waffe, die wir gekauft haben, ist einfach tausendmal besser. Na gut. Sehr gut. Gerade erst angefangen. Fehler. Kann ich gleich mal heilen? Okay, und den müssen wir auch mal heilen hier. Eine Welle. Ich dachte, ich hätte noch hier irgendwas. Ah, hier, das ist doch gut. Achso, den. Okay. Hi, komm mal wieder. Macht ja auch nichts. Haben wir trotzdem genug. Gut, da konnten wir nochmal schnell die Ecken hier. Eisige Kälte liegt in die Luft. So cool. Irgendwas. Eine Kunst von Statue ragt ominös vor euch auf. Als ihr euch nähert, hört ihr eine Stimme. Buch! Gib mir zuerst das Buch! Doppel? Der Status und eine kleine Vertiefung. Aus, als würde dort ein Buch. Ach, guck mal, das Buch sogar. Jenseits von Auridais. Das Buch liegt kaum in der Vertiefung, als es bereits zu Staub zerfällt. Er umherwirkt und sich dann luft. Ihr könnt euer Wissen nicht erklären, aber die Statue ist mit eurem Tun einverstanden. Wir spüren, dass das Geist in dieser Stadt besänftigt ist. Die heilende Stimme im Kopf ist verschwunden. Na gut. Wir freuen uns.
So, dann versuche ich Schurken auch mal schnell platt machen. Ganz viele Bücher. Buch der Schatten. Also nehmen wir alles hier. Gold. Gold und Silber liebe ich sehr. Ich weiß, woher Bagus seine Macht bezieht. Er ist kein Mensch mehr. Verus hat ihn zu etwas mehr als das gemacht. Durch ein Geschenk. Bagus ist teils Dämon und teils Vampir. Seine Macht wird dadurch erhalten, dass er das Blut von Menschen trinkt. Menschen wie mir. Er hat mir ein ähnliches Geschenk angeboten. Ich könnte annehmen. Doch dadurch würde ich meine Menschlichkeit verlieren und nicht für immer an ihn gebunden sein. Oder ich könnte mich weigern, an seine Feuerdämonen verfüttert werden, als ein Opfer, um ihre Macht zu halten. Schätze ich wähle die Unsterblichkeit. Ist nicht mit gerechnet, das erstmal. Rein ist oder? Ja, bevor die Tür schreiten, ich weiß nicht, was hinter uns erwartet, wahrscheinlich gar nichts, aber würde ich sagen, stoppen wir hier und hoffen, beim nächsten Mal wird es spannend weitergehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, tschüss.